Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Tagesordnungspunkt. Entschuldigung, der Kollege möchte jetzt gerne reden. Ich würde auch gerne mitdiskutieren. Nee, Sie reden jetzt. So, bitte, Herr Lach. Frau Präsidentin, der Tagesordnungspunkt 6 sagt aus, Klimaschutz 2050 mit dem Untertitel Echter Klimaschutz beginnt heute, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich würde sagen, wir alle machen mit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Diskussion hat gezeigt, dass wir uns doch alle einig sind, dass das verbindliche Abkommen der UN-Klimakonferenz von Paris ein großer Durchbruch für den weltweiten Klimaschutz gewesen ist. Es ist das erste Klimaschutzabkommen, das alle Länder in die Pflicht nimmt. Die Weltgemeinschaft bekennt sich völkerrechtlich verbindlich zum Ziel, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen. Es ist nicht zu leugnen, dass wir noch weitere Anstrengungen unternehmen müssen, um die Ziele von Paris umzusetzen. Das müssen wir unbestreitbar, auch im Verkehrssektor. Hier gilt es vor allen Dingen, den CO2-Emissionswert der Kraftstoffverbrennung zu verringern. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen haben den Antrag gestellt, Verkehrspolitik auf Klimaschutzziele auszurichten. Sie kritisieren darin die bisherigen klimapolitischen Maßnahmen der Bundesregierung im Verkehrssektor und sprechen sogar von einem blinden Zweck. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich kann diese Ansicht, Ihre Ansicht nicht teilen. Im Gegenteil, mit den zahlreichen Programmen und Maßnahmen hat die Bundesregierung ein deutliches Zeichen gesetzt. Ich nenne hier nur das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020. Es stärkt zum Beispiel die Schiene und investiert in die Wasserstraßen. Und hier möchte ich ein Beispiel sagen, gerade zur Investition in Wasserstraßen. In meiner Region, wo ich herkomme, haben wir den bekannten Mittellandkanal. Und an diesem bekannten Mittellandkanal ist auch ein großes Automobilwerk. Und wir haben versucht, vor 10 Jahren viele Güter auf diese Wasserstraße zu bringen. Dazu war es erforderlich, diese Wasserstraße auszubauen nach europäischen Normen. Und als es dann um diese Ausbaumaßnahmen ging, eine kleine Vertiefung, die Böschung ein bisschen zu erweitern, da waren es die Grünen, die diese Ausbaumaßnahmen behindert haben. Das kann natürlich keine klimafreundliche Politik sein. Und ich führe es weiter fort, auch mit der Bahn, die Güter weiter verstärkt auf die Bahn zu bringen. Auch hier haben wir erhebliche Probleme im Lärmschutz, gerade in den Ballungsgebieten, wenn im 10-Minuten-Takt dort ein Güterwagen vorbeifährt in den Ballungsgebieten, in den Wohnbereichen. Auch hier müssen wir ausreichend für Lärmschutz und dergleichen sorgen. Dieses Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 beinhaltet aber auch Stärkung des öffentlichen Personalverkehrs sowie Ausbau von Fuß- und Radwegenetzen. Und ich komme aus einer Stadt, die zwar Autos baut, und wir hatten gestern eine Ratssitzung im Rat der Stadt Wolfsburg, und wir haben bei dieser Ratssitzung allein 10 neue Fahrradwege auf den Weg gebracht von insgesamt 120 Kilometern. Und das in Wolfsburg, der Autostadt. Und wenn ich schon nun mal bei Wolfsburg bin, Frau Leidig, was Sie vorhin über die Automobilindustrie geäußert haben, ich meine, das ist erschreckend. Das ist erschreckend, dass wir hier in Deutschland diesen Wohlstand haben, ist auch ein Verdienst, ein großer Verdienst der Automobilindustrie in Deutschland. Und wenn Sie meinen, wir können alle nur kleine Autos fahren, die Zeit des Trabis ist vorbei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir setzen weiter auf Elektromobilität.
auf Elektromobilität. Und ich bin hier ganz ehrlich, ich bin selbst ein Autobauer. Ich war 40 Jahre im Betrieb und ich gestehe es. Wir haben die Elektromobilität ein bisschen vernachlässigt. Und darum bin ich froh. Darum bin ich froh, dass gestern bei der Aktionärsversammlung des größten deutschen Automobilherstellers gesagt wurde, und der Vorstand hat dieses gesagt, wir setzen verstärkt auf Elektromobilität, und das ist ein richtiges Zeichen, dass hier auch von der Automobilindustrie herkommt. Und gestatten Sie mir noch ein Wort. Ein Wort, ja. Ein Wort muss ich noch sagen. Ich rede so wenig, dann darf ich jetzt ruhig mal eine Minute nachholen. Das ist jetzt wirklich kein Argument. Ich möchte, dann das ich klären möchte, Sie bitte mit Herrn Kauder. Ich möchte ein Wort zu den Kollegen Hofreiter sagen, der vorhin auch etwas zur Braunkohle gesagt hat. Ich war am vergangenen Montag bei einer Veranstaltung im Helmstedter Revier, wo es um die Braunkohle ging und um das Braunkohlekraftwerk Buschhaus. Und wenn Sie dort mit den Menschen sprechen, dann haben die eine ganz andere Einstellung. Wir müssen aufpassen von der Politik. Wir müssen von der Politik aufpassen, dass wir die Menschen nicht allein lassen. Es geht nicht, dass wir die Firmen, die die Werke abstellen, die Kraftwerke, das Geld kassieren und die Arbeiter stehen auf der Straße und haben keinen Sozialplan. Da müssen wir von der Politik wissen aufpassen. Da müssen wir von der Politik aufpassen und müssen sehen, dass wir die Menschen bei dem Klimaschutz auch mitnehmen. Ich danke dafür, dass ich ein bisschen länger sprechen durfte. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag und hoffe, dass der heutige Abend dadurch nicht verschoben wird. Dankeschön. Und in Zukunft bitte mit Ihrer Fraktionsführung die Redezeiten vereinbaren. Vielen Dank.